Junge, wir brauchen ihn noch für die Ballon-Challenge. Raus da. Ach so, Leute. Was machen wir eigentlich mit den ganzen Ballons? Gibt es da vielleicht eine Ballon-Challenge Teil 2? Wer weiß. Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und ja, morgen ist der Geburtstag von seinem Vater. Wir haben es jetzt einen Tag davor, relativ spät abends. Und da dachten wir uns, wir machen wieder einen Prank, aber diesmal im positiven Sinne. Ja, also praktisch einen Überraschungsprank. Und zwar haben wir schon kräftig eingekauft. Das können wir euch mal kurz zeigen. Und zwar haben wir wieder mal ganz viele Luftballons gekauft. Hey Leute. 30 Ballons und sogar Premium. Also ich denke mal, die werden schon etwas größer sein. Und wir haben ja sowas ähnliches schon mal mit Luftballons gemacht. Da waren wir gerade im Urlaub auf AIDA. So eine Art Partyroom-Pranks. Könnt ihr auch gerne mal hier oben abchecken. War eigentlich auch ziemlich nice. Und ja, wir haben uns überlegt, wir pranken mal sozusagen wieder mit Luftballons. Aber es soll eher so ein positiver Prank sein. Und zwar stopfen wir die alle in unser Badezimmer rein und um sein Geschenk zu kriegen, haben wir für ihn auch schon eine kleine Schnitzeljagd uns überlegt, die er dann natürlich noch lösen muss. Aber das werdet ihr auch später noch im Video bemerken, da wollen wir jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber wir würden jetzt erstmal sagen, unser Vater ist noch nicht da, wir haben es auch gerade schon ein bisschen spät abends. Wir machen erstmal die Luftballons ready und lagern die so lange in unser Zimmer. Und ja. Sagen 3, 2, 1, let's go! So Leute, jetzt ungefähr 3 Stunden später und wir haben jetzt nicht alle Luftballontüten aufgepustet, sondern nur 3. Also eine haben wir jetzt weggelassen, weil es an den Händen halt so übelst wehtut, wenn man die so knoten muss. Aber es sind trotzdem schon sehr viele geworden. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen. So, also hier auf unserem Tischkicker ist schon mal ein ganzer Berg. Dann hier ist auch nochmal was. Hier hinten nochmal so der Berg. Hier an der Seite so ein bisschen. Und halt unterm Tischkicker ist auch nochmal alles voll. Also sieht schon irgendwie so ein bisschen wenig aus, aber sind halt wirklich jetzt so ungefähr 110 Luftballons. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt morgen wieder, wenn unser Vater aufgestanden ist. Und ja, dann bis morgen. So Leute, morgen, nächster Tag für uns heute. Und zwar hat ja unser Vater jetzt heute Geburtstag und er ist gerade in seinem Zimmer. Das haben wir gerade mit ihm abgesprochen, dass er jetzt nicht in sein Zimmer geht. Und wir präparieren jetzt die ganzen Luftballons in unser Bad und machen dann die Schnitzeljagd, also legen die Tette überall schon hin und so. Und ja, dann würde ich sagen, kann es auch gleich schon mal losgehen. So Leute, wir haben jetzt alles hier präpariert und die Schnitzeljagd haben wir auch schon fertig gemacht. Aber jetzt zeigen wir euch mal kurz das Badezimmer. So sieht das Ganze aus und der erste Titel befindet sich jetzt da hinten so in der Ecke. Und danach wird es halt immer weitere Hinweise geben. Die verraten wir euch aber jetzt noch nicht, damit es für euch auch noch spannend ist. Und ja, dann kommen wir zu unserem Vater. Ich stelle mich jetzt noch dahin. Let's go. So Leute, ich sitze jetzt hier in der Badewanne. So sieht es jetzt von meiner Perspektive aus. Wir sind jetzt fertig. Ja. Okay, dann probier mal in irgendeinem Raum Luftballons zu suchen. In einem Raum Luftballons suchen? Mensch! Na, ihr seid ja verrückt! Okay, Papa, stehen bleiben.
Ja. Das war jetzt erst der kleine Part vom Video. Okay. Jetzt musst du in dem Raum einen Zettel suchen, der irgendwo in den Luftballons vergraben ist. Der irgendwo in den Luftballons vergraben ist. Ist jetzt nicht drauf. Sitzt du da drauf? Nee, das sag ich jetzt schon. Jawohl. Hab ihn. Okay, dann öffne ihn mal und lese ihn bitte laut vor. Lieber Papa, alles Liebe und Gute zum Geburtstag, auch wenn wir dir schon gratuliert haben. Geschenke gibt es wie immer natürlich auch. Jedoch musst du diese erst suchen, bevor du sie bekommst. Praktisch wie bei Ostern. Du gelangst zu deinem Geschenk, indem du anliegende Rätsel Schritt für Schritt bewältigst. Wir geben dir einen Hinweis. Doch suchen musst du selbst. Dein Edelstück, dein Schmuckstück, ganz in Edelweiß. Und auch in Dämmernacht, wunderbarer Blick. Viel Erfolg. Jetzt musst du danach suchen und einen weiteren Zettel suchen. Einen weiteren Zettel? Ich will jetzt mit dir eine Schnitzeljagd. Eine Schnitzeljagd. Wo könnte das sein? Wenn ich lese nochmal den Hinweis vor oder durch. Dämmernacht, wunderbarer Blick. Ja, bei Pong. Okay, das ist die falsche Richtung. Das ist die falsche Richtung? Ja. Was ist dein Edelstück und dein Schmuckstück in der Wohnung? Edelstück und mein Schmuckstück. Und ganz in Edelweiß. Und ganz in Edelweiß. Weißt du nicht? Was dir sehr wichtig ist hier. Mein Abend schön anmachen kann, damit es schön leuchtet. Der Kamin. Dreh dich mal um. Und such nach einem Hinweis. Aha! Gut, Papa hat den zweiten gefunden. Lies ihn bitte wieder laut vor. Respekt. Die erste Aufgabe hast du schon mal gemeistert. Hier ist deine Aufgabe, um zu dem zweiten Hinweis zu erlangen. Deiner Söhne Freizeitbeschäftigung, aber diesmal nur in klein. Man benötigt es für den Sieg, doch nur für welches Team? Na, das Fußball mit dir meint. Und wo gibt es jetzt hier in klein? Wo gibt es jetzt hier in klein? Na, hier. Das geht natürlich schon mal. Aber für welches Team denn jetzt? Hey! Rätsel 3. Gut gemacht. Nächster Hinweis. Es schützt vor Dreck und ist Mode zugleich. Sehr nützlich und im Flohbereich. Doch schaue von links ganz unten. Kann ja nur hier sein. Was ist denn hier Mode zugleich? Und die Schuhe? Ja. Und jetzt schaue von links ganz unten. Oh, das war schon knapp dran. Jetzt bist du schon zu weit rechts. Jawoll! Nicht schlecht. Du hast es bis hierhin geschafft. Du bist jedoch noch nicht am Ende. Also hier dein benötigter Hinweis. Gebräuchlich für dich jeden Tag. Vitamine, Apfelsine und Co. Es befindet sich in deinem Zaubergarten. Na Küche. Richtig. Wo machst du Vitamine und Apfelsinen? Jeden Tag? Ja. Im Kühlschrank. Wo machst du die? Ach, hier. Hinweis. Ein Fisch zugleich Begrüßung. Das Einzige, was fehlt, des Mundes größter Muskel. Doch diesmal ohne E. An deinem Arbeitsplatz. Also an meinem Arbeitsplatz. Die Aufgabe ist ein bisschen schwierig. Aber man kann drauf kommen. Darf ich dir mal einen Tipp geben? Also, Fische kennst du ja doch. Fische? Ja. Und welcher Fisch?
nennt sich genauso wie eine Begrüßung ist. Ein Hai. Ja. Was ist der von dem Mund der größte Muskel? Zunge. Ja. Hm? Nett ohne E. Zung. Genau, Zung. Ach, Heizung. Zung. Fast geschafft. Du befindest dich auf der Zielgeraden. Hier dein vorletzter Hinweis. Schon kaputt, aber trotzdem für jedes Video nützlich. Ballon Challenge. Ah, die Lampe. Oh. Dein Geschenk wartet. Hinweis. Natur des Hauses, Erholung im Sommer und derzeit entspannt dort Armut essen. Wo konnte das nur sein? Auf dem Balkon. Jetzt schau dich mal um auf dem Balkon. Na, der ist hier hübsch. Das ist dein Geschenk. Ja, danke schön. Ein Zitronenbaum. Das Zitronenbäumchen. Na, damit du nicht immer mit dem immer Zitronen kaufen musst. Ja, danke schön, Jungs. Das ist aber was Feines. Wir haben auch noch ein Geschenk für dich. Und da hatten wir ja mal dein Video gemacht. Und es ist jetzt fertig. So könnten wir es jetzt hochladen. Ach so. Hier. Du könntest ja das mal anschauen. Können wir uns ja mal anschauen. Hm? Also wer will, dein Name ist jetzt hier eingeblendet. Da kann ja da mal gerne vorbeigucken auf dem Kanal von meinem Vater. So Leute, auf jeden Fall, die Reaction zeigen wir euch jetzt nicht, weil das Video könnt ihr euch auch gerne selbst angucken auf dem Channel von unserem Vater. Und wir saßen auch gestern hier richtig lange an den Luftballons. Also wirklich so 3 Stunden bis irgendwann in die Nacht rein. Guckt euch das nochmal an, wie viel es wirklich ist. Sieht gar nicht so viel aus, aber es ist wirklich viel. Und wir fahren jetzt auch noch essen, in so ein Restaurant. Und an der Stelle würde ich auch sagen, war es das von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mal gerne einen Daumen nach oben für dieses Projekt hier. War mal eine etwas andere Überraschung oder ein anderer Prank. Und ja, abonniert den Kanal, um nichts weiter zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Thumbnail. Wir brauchen die noch für die Ballon-Challenge. Raus da. Ach so, Leute. Was machen wir eigentlich mit den ganzen Ballons? Gibt es da vielleicht eine Ballon-Challenge Teil 2? Wer weiß.